Nee, von hinten kann man auch nicht rein. Aber hier so. Mau. Blauer Wühlbock. Ah ja. Was ist das denn für eine Moschee hier? Hier lasse ich mir gut gehen. Nee. Ich bin die ganze Zeit so irritiert, weil da irgendwie so nur hin und wieder mal so ein Flackern ist. Und das ist nicht die Fackel. Naja, was haben wir hier? Noch mehr Tränke. Wo stehen die denn alle so leer, sag mal? Stumpfes Messer. Küche. Ach, wobei, hier war ich doch gerade drin, ne? Ja, hier war ich gerade drin. Das war Leovens Turm. Ach ja, ich blick schon gar nicht mehr durch. Hier geht's hoch. Und auch rein. Wäre ich schon selber wieder so still. Ich sehe es schon. Ja. Ach, gib mal an. Da lag schon wieder ein Rezept hier zu. Was? Innenstatue? Da habe ich jetzt irgendwo gesehen. Ja. Nein! Diese Pult. Was man aber nichts lesen kann, dummerweise. Was war das denn? Wenigstens freut sich das Gemüse. Fremder. Da oben leuchtet's rot. Was willst du kaufen? Autsch. Und wieder Klopapier. Sogar noch eine Markierung. Dann laufen wir die nochmal zwischenzeitlich mal ab. Kann ich dir helfen? Ich hoffe, ich kann dir helfen. Ah,
Lass mich raten. Okta schickt dich. Ich fürchte, seine Schreine sind noch nicht eingetroffen. Wegen des Krieges, du verstehst? Niemand schickt mich. Schon gar nicht Okta. Verzeih. Ein harter Knabe wie du. Ich dachte, du seist einer von Oktas Schlägern. Soll das ein Kompliment sein? Aber ja. Jemanden wie dich kann ich gerade gut gebrauchen. Wenn du mir hilfst, habe ich etwas Nützliches für dich. Du siehst müde aus. Diese Schmiedin treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich habe mir Watte bei Elgan besorgt, aber das hilft kaum. Schlafen ist nicht. Wenn das so weitergeht, übernachte ich bei Ingo in der Klippenschenke. Tut die Stadtwache nichts dagegen? Dagegen? Sie zwingen sie dazu. Wir brauchen Waffen. Bald herrscht hier Krieg. Du brauchst Hilfe? Worum geht's? Aus einem Haus nebenan, im inneren Stadtkreis, sind nachts gedämpfte Schreie und Stimmen zu hören. Und die Fenster leuchten rot wie Blut. Ja, haben wir gesehen. Ich würde ja selbst nachschauen, aber ich habe Angst. Was ist mit der Stadtwache? Sie haben mich ausgelacht. Mich. Die Leute heutzutage haben keinen Respekt mehr. Doof. Ich schaue mich mal für dich in dem unheimlichen Haus um. Das ist leider nicht so einfach. Ohne den Schlüssel des Vermieters kommst du nicht rein. Und der Vermieter hat keine Manieren. Mit Rüpeln werde ich fertig. Wer ist es? Wachmann Chuck. Er ist für das Lager der Wache verantwortlich. Direkt rechts, neben dem Haupttor. Soll ich mich mit der ganzen Wache von Stuart anlegen? Nein, nein, keine Sorge. Niemand mag Chuck. Selbst seine Kollegen werden sich freuen, wenn du ihm eine Lektion erteilst. Das war jetzt aber nicht so toll. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Hat denn der so? Ah, der hat ein paar. Ui, magische Schriftrollen. Das Goblin-Arm schien. Nee. So, Freunde. Hier ist auch noch eine Tür verschlossen. Aber jetzt zeige ich euch mal was. Wenn wir hier so die ganze Zeit bleiben, dann springen wir hier rein. Hallo, spring da rein jetzt. Hallo! Geht doch. Haustürschlüssel. Oh, blauer Wühlbock. Ah. Der blaue Wühlbock ist ja quasi der Kämpfertrank. Wo ist er denn? Da. Oh Mann, ey. So, jetzt nochmal die Fackel an. Belia-Artefakt. Einmal mehr. Irgendwo ist hier noch was. Ach, da. Altertümliches Relikt. Gut, gehen wir mal hier raus. Aber ohne die Fackel wegzustecken, ihr Idioten. Willkommen! Ach, bist du sicher? Nee.
Wachmann Chuck. Mein lieber Freund. Raus hier, Bengel! Verpiss dich! Nö, sehe ich nicht. Ah, Scavenger spielt hier. Dingens, sag schon hier. Star Wars. Sachte, sachte, Chuck. Deine Hilfe ist gefragt. Bist du übergeschnappt? Was willst du, drei Käse hoch? Gib mir einfach den Schlüssel zu deinem Haus, dann bleibst du schmerzfrei. Hör ich nicht recht? Du willst den Schlüssel zu meinem Haus? So ist es. Ich habe ein Hündchen mit deinen Mietern zu rupfen. Was gehen dich meine Mieter an? Bist du total bescheuert? Ich glaube, da will jemand den flammenden Stahl schmecken. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wenn ich mit dir fertig bin, verfüttere ich dich an die Schweine. Klare Ansage. Renne. Renne. Huch, wo ist er? Scheiße, Scheiße! Hör auf! Wer ist nun Schweinefutter? Her mit dem Schlüssel. Hier ist er. Viel Spaß mit den Mietern. Den werde ich haben. Die werden dich umbringen. Einfach so. Das würde dir gefallen, was? Darauf kannst du einen lassen. Ekliger Kerl, ey, den würde ich am liebsten umbringen. Du hast, was du wolltest. Geh und stirb. Ganz ehrlich, du bist ein Schädling, du musst sterben. Aber erstmal raub ich hier alles aus hier. Beschädigter Silberseeschwert. Oh, Steinhaut-Elixier, das kann ich auch gut brauchen. Ja, ja. Zack. Und zack. Was ist das? Vergessener Schild. So, hier. Endlich mal was für mich hier. Großer Steigkolben, 28er. Ist ja gut, Drachenlord. Und jetzt schauen wir uns das Häuschen hier an. Hier geht's schon mal nicht rein, ne? Ne, hier nicht. Aber dafür hier. Noch im Morgengrauen sterben sie. Hier geht's nicht raus. So. Dich fress ich zum Frühstück! Jetzt gibt's auch Maul! Ja, ja, wenn ihr meint. Smarty hat die als Satanisten beschimpft. Boah, bemalter Schild. Schrein des Belia. So, was haben wir hier? Ritualmaske. Ich sag doch, noch im Morgen erliegen sie. Wollen wir nochmal zu Garrick runter. Kann ich dir helfen? Ach ja. Ich muss sie auch noch ein bisschen erleichtern.
So, jetzt aber. Hast du Neuigkeiten? Was war da oben los? Das war ja das reinste Wespennest. Tatsächlich? Ich glaube, das war ein Belia-Kult. Kranke Kerle, nicht von dieser Welt. Das ist ja schlimmer, als ich befürchtet habe. Wir müssen sofort die Wache benachrichtigen. Nicht nötig. Sie können Ihrem Gott jetzt vor Ort die Füße küssen. Gute Arbeit. Wenn ich nur daran denke, dass ich sie zu Nachbarn hatte. Hier, deine Belohnung. Die hast du dir redlich verdient. Dankeschön. Als ich letztens bei dir war, hast du was von Schreinen gesagt. Verkaufst du welche? Oh, aber sicher. Ich verkaufe alles. Oktar zum Beispiel will einen prächtigen Innersschrein aus Gotha und einen reich verzierten Belia-Schrein aus Bakaresch. Der gute Mann weiß gar nicht, wohin mit seinem vielen Geld. Beschwörst du damit nicht den Zorn der Götter herauf? Ich habe die Götter mein Leben lang studiert. Und eins kann ich dir sagen, sie kümmern sich nicht um Kleinigkeiten. Du bist ein Priester? Ein Gelehrter. Ich kann dir Sachen über die Götter erzählen, da rollen sich bei den Priestern die Fußnägel hoch. Immer nur an einer Seite der Münze interessiert, das sture Pack. Die ganze Wahrheit wollen sie nicht hören. Das ist ein Sakrileg. Ah, das tue ich schon seit über 20 Jahren. Wenn die Götter zürnen, dann lassen sie sich Zeit. Was ist, Junge? Willst du ein wenig verbotenes Wissen über die Götter hören? Hm? Angst vor Innos Zorn? Nö. Ich fürchte die Götter nicht. Erzähl mir, was du über Innos weißt. Du hast als Kind sicher gelernt, den Sonnengott zu lieben, zu ehren und zu fürchten, nicht wahr? Feuer, Licht, Ordnung. Die Verkörperung von allem, was gut auf der Welt ist, nicht? Richtig. Falsch. Innos ist kein Freund der Menschheit. Ohne seine Brüder würde absolute Ordnung auf der Welt herrschen. Starr, erdrückend, gnadenlos. Innos hasst die Freiheit. Willst du mir ernsthaft sagen, dass es schlecht ist, Ordnung in die Welt zu bringen? König Robar bringt Ordnung in die Welt. Er will all die zerstrittenen Königreiche vereinen, zu unserem Besten. Der Preis der Ordnung ist Krieg. Ich... Lass uns das Thema wechseln. Das könnte sich auch manch einer denken, die Themen, also... Diese Thesen über die Götter werden aus der Nase rausgezogen. Aber andererseits, für mich machen die ein bisschen Sinn. Entschuldigung, wenn ich so gähne. Ich bin müde. Im Gegensatz zu der, wie der aussieht. Was ist mit Belia? Sag mir jetzt nicht, seine wahren Ziele sind Liebe und Frieden. Das nicht. Aber so schrecklich, wie ihn die Innos-Priester darstellen, ist er auch nicht. Er ist also nur missverstanden und will in Wirklichkeit nur unser Bestes? Nein, nein! Belia will uns alle vernichten. Er ist durch und durch ein Feind der Menschen. Aber? Er steht auch für Freiheit, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und Ehrgeiz. Das haben sie dir im Tempel nicht erzählt, hm? Was ist mit den Stürmen, den Blitzen und den Schatten? Gegen ein bisschen Regen ist nichts einzuwenden. Und wie willst du nachts ohne Dunkelheit schlafen? Ich weiß nicht. Lass uns über etwas anderes reden. Ich möchte hören, was du über Adanos weißt. Ah, der Dritte im Bunde. Ein interessanter Fall. Hat keine Schreine, wenige Anhänger und doch ist er der wichtigste Gott. Der wichtigste Gott? Das ist doch Innos. Nein, Innos hat lediglich die meisten Anhänger. Adanos hingegen verdanken wir unser Überleben. Er hat uns erschaffen? Das habe ich noch nie gehört. Nein, das hat er nicht. Nicht ganz. Er hat jedoch auf jeden Fall verhindert, dass wir vom Zwist seiner Brüder vernichtet werden. Adanos ist das Gleichgewicht, die Mitte. Alles, was du siehst, die gesamte Welt, befindet sich in der Sphäre des Adanos. Hier hält er seine Brüder in Schach. Er ist also der wahre, gute Gott? Nun, soweit ich beurteilen kann, ist er der Menschheit wohlgesonnen. Allerdings mischt er sich kaum ein, außer um ganze Kulturen auszulöschen. Jetzt bin ich verwirrt. Wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt werden muss,